sind mit der 4. Degrees Sommer Schule zu Gast auf dem Klimacamp Leipziger Land in dem Dorf Pödelwitz. Pödelwitz ist ein Dorf, das durch die Abbaggerung bedroht ist und soll für einen Braunkohletagebau weichen. Die Menschen, die hier leben, haben uns eingeladen, hierher zu kommen und das Klimacamp und die Sommerschule zu veranstalten und damit den Protest hier in die Region zu tragen und der Forderung, dass Pödelwitz bleibt, Nachdruck zu verleihen, aber auch die Kämpfe zu verbinden, einmal darum, dass Pödelwitz bleibt und um Klimagerechtigkeit. Wir haben eine Ausschreibung gemacht für Kurse und haben gefragt, welche Visionen Menschen haben für eine sozial-ökologische Transformation mit den Fragen, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin. Und darin richten sich die Kurse jetzt auch aus. Also wir haben zum Beispiel einen Kurs zur Sorgearbeit, zu der Frage, wie wollen wir in Zukunft Arbeit verteilen, zu Recht auf Stadt, zu Visionen der Transformation aus dem globalen Süden, Post-Development, zu Good Flight for All, also wie können wir ohne Fliegen mobil sein in Zukunft und weitere Kurse. Insgesamt sind es 18 geworden. Außerdem haben wir die Podien daran ausgerichtet, also wir haben 4 verschiedene Podien. Ein Auftaktpodium, was die Kohlefrage vom lokalen bis zum globalen Niveau verbunden hat. Eine zu Transformation und Degrowth und Visionen aus dem Süden, wie das zusammengebracht werden kann. Eine zu Care und der Verteilung von Sorgearbeit und eine zu der Verbindung von den verschiedenen Kohlekämpfen in verschiedenen Gebieten. Und das Programm ist natürlich nicht nur ein kognitives, wo wir uns hinsetzen und was über das Programm, also inhaltlich was lernen, sondern wir müssen uns auch hier mit Sorgearbeit und Organisation selbst auf dem Kern beteiligen. Und das ist ein total wichtiger Teil von unseren Visionen für Transformation. Wir machen alle mit und wir beteiligen uns gleichermaßen. I would love to be in a society where we, as individual or as collective human beings, are sensitive and not afraid to be sensitive towards each other and towards all the animals and the forest, the environment we live in, and include it even in our biggest planning, maybe highways or roads or industries. We include the well-being of everything else and plan in a more responsible way and include them in our planning, and so as not to hurt or just be sensitive that how it's going to affect them. And just maybe tweak the plan or improve the planning. So yeah, I would want to live in that kind of society where we care and we're not afraid to care. Also wir sind vom INA-Kollektiv. INA-Kollektiv steht für imperiale Lebensweise und Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert. Wir befassen uns mit der Frage, wie wir von der gegenwärtigen imperialen Lebensweise zur solidarischen Lebensweise kommen. Und konkret in unserem Kurs gucken wir uns dabei unterschiedliche Bedarfsbereiche an, Lebensbereiche wie Klima und Energie, aber auch Ernährung und Landwirtschaft, Mobilität, Sorgearbeit und gucken, welche Alternativen es dort bereits gibt und wie man diese miteinander vernetzen könnte auf einem Weg zum guten Leben für alle. Also welche sozial-ökologischen Transformationsstrategien bräuchte es und welche politischen Rahmenbedingungen oder eine andere Gestaltung unseres Wirtschaftssystems braucht es, damit man Klimagerechtigkeit erzielen kann, aber nicht nur das, sondern eben ein gutes Leben für alle. Und genau dafür ist eben auch das Klimacamp und die Degrowth Summer School ein hervorragender Ort, weil hier Leute aus sehr unterschiedlichen Kontexten, aus vielen verschiedenen Bewegungen zusammenfinden, sich gegenseitig austauschen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, dass halt nicht diese ganzen Kämpfe so nebeneinander hergeführt werden, sondern dass wir uns vernetzen, dass wir uns gegenseitig mit neuen Ideen und Konzepten inspirieren und gemeinsam versuchen, politische Wirkmacht aufzubauen. Wir haben die Sommerschule im Zusammenhang mit dem Klimacamp nach Pödelwitz geholt, weil es uns wichtig ist, dass, wenn wir über den Braunkohleausstieg reden in Deutschland, nicht bloß einen Fokus auf der Lausitz haben und in Nordrhein-Westfalen. Nein, man sollte alle Kohlereviere gleichwertig betrachten. Und da war es uns wichtig, dass die Sommerschule eben auch mit hier im Klimacamp ist, weil diese Sommerschule soll auch für das Mitteldeutsche Revier Lösungsansätze herausarbeiten, wie man den Kohleausstieg hier in diesem Revier sozialverträglich umsetzen kann. Es geht darum, dass wir jetzt nicht nur auf unsere Gesellschaften schauen, wie wir die transformieren, sondern gleichzeitig
in Dialog treten und in Auseinandersetzung mit anderen Teilen der Welt und wo auch eben Alternativen entwickelt werden im Moment, die sehr stark sind. Und das läuft so unter dem großen Schlagwort Post-Development-Diskurs. Und da gibt es Menschen aus Ecuador, aus Kolumbien, aus Zapatista in Mexiko, die unterschiedliche Visionen von einem guten Leben haben für alle, die sehr reflektiert sind, die politischer sind als bei uns. Und der Kurs geht darum, sich damit auseinanderzusetzen. Zu lernen, was es ist, sich zu verständigen. Auch Menschen aus dem globalen Süden, die im Kurs Gott sei Dank da sind, was auch total schön ist. Wir haben hier ein Forum, wo wir uns treffen können und austauschen. Das ist ein großes Fund der Sommerschule, solche Sachen zu artikulieren, zu besprechen und politisch wirksam werden zu lassen. Stop coal everywhere! Stop coal everywhere!